Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Und zwar geht es um den Smoshi Mix Spezi. Ich habe bei Smoking Shisha bestellt und mir wurde dieser schöne Shot mitgeschickt, den ich natürlich für euch reviewen möchte. Spezi, ich habe dann beim lieben Michael nachgefragt. Liebe Grüße übrigens an dich. Und auch an Saskia gleich, weil ich jetzt gerade dran denke, bevor ich es nachher noch vergesse. Ja, habe danach gefragt, was das sein könnte. Und leider wurde mir gesagt, ich darf es nicht wissen. Ich soll es doch mal herausfinden. Schauen wir mal, ob wir das heute einigermaßen hinbekommen. Vom Schnitt her ist er relativ fein, muss ich sagen. Also es sind zwar so ein bisschen verklumpt, aber es ist trotzdem ein sehr feiner Schnitt, wie ihr sehen könnt. Feucht ist er auch, hat eine gute Feuchtigkeit, nicht zu feucht. Wirkt mir so ein bisschen so, als wäre das Originalfeuchte. Deswegen wird gleich interessant sein, was man so erriechen kann. Genau, stelle ich euch nochmal scharf und dann geht es hinter die Kamera. Ja, was können wir zu dem Tabak sagen? Nach was riecht er überhaupt erstmal? Schöner, klarer Cola-Geruch. Muss ich gestehen, so einen Cola habe ich noch nicht gerochen bisher. Ich habe den Rosanna Cola schon geraucht, ich habe den Aloha Cola und den AF Cola geraucht. Alle drei kommen da nicht ran. Also die drei Marken kann ich ausschließen. Von anderen Marken her, muss ich gestehen, kann ich es jetzt nicht beurteilen, weil der so ein bisschen aus diesem normalen Cola-Flavor herausgeht und sehr, sehr nah an natürlichem Coca-Cola irgendwie dran ist. Was riecht man noch? So eine leichte Orange bzw. Zitrone. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, also mein Spezi ist der Orangenlimo sozusagen, also Fanta mit dazu gemixt. Für alle, die nicht aus Bayern kommen und nicht wissen, was Spezi ist. Aber das geht schon so ein bisschen auch Richtung Zitrus, also Richtung Zitrone für mich. So ein bisschen, ich sag mal so, Cola mit Lemon-Geschmack mit ein bisschen Orange noch da dazu. Riecht aber sehr, sehr lecker, riecht es auch sehr nah am Original-Spezi, wenn ihr es, sag ich mal, an der Tanke oder sonst wo kauft im Supermarkt. Es ist sehr, sehr nah dran, da fehlt nicht mehr viel. Ich würde nicht sagen, dass es perfekt ist, aber es ist sehr, sehr nah dran und es ist sehr gut getroffen. Vom Schnitt und vom Tabak her muss ich gestehen, der ist so fein, dass ich mir nicht sicher bin, was es ist. Und dadurch, dass der so eine bräunliche Farbe hat, muss ich gestehen, also muss es irgendwas sein, was ich gängigerweise nicht rauche. Also kein Adalia, kein Aloha, kein AF. Das geht so aus diesem Standardbereich irgendwie raus. Lyalina würde ich auch nicht unbedingt sagen. Und dann haben die, also ich meine, das wird sicher ein Tabak sein, den die auch haben. Also den sie selber mischen und den sie aber auf Lager haben. Bedeutet, ihr könnt euch, denke ich mal, wenn ihr, sag ich mal, mit dem Ausschlussprinzip, wie ich jetzt vorgeht, gibt es nicht mehr so viele Sorten, wo sie Cola und irgendwie Orange da haben. Und dann müsst ihr nur ein bisschen auf den Schnitt schauen und könnt ihr euch den wahrscheinlich selber auch zusammenmixen. Riecht sehr, sehr lecker. Kommen wir zum Geschmack. Raucht das Ganze, wie ihr rechts unten sehen könnt, im Hotshot RT. Von Sapphire, von Smoking Shisha natürlich und dem Browhood Aufsatz. Sehr dicker Rauch, ist aber jetzt auch ein bisschen heiß gelaufen, muss ich gestehen. Shots riechen gut, schmecken tut er ein bisschen. Ich will nicht sagen lasch, aber ein bisschen ausgeraucht. Und zwar liegt es wahrscheinlich daran, dass der bei mir einfach jetzt schon auch 2 Wochen liegt oder sogar mehr.
Schmeckt aber immer noch schön. Legt sich auch schön als Film auf der Zunge ab. Ich komme nicht drauf, was das sein könnte, ehrlich gesagt. Aber er ist schön. Also er schmeckt schön nach Cola, hat so einen schönen Orangen, so einen leicht untertönigen Orangen-Zitrusgeschmack, der wirklich so schön abrundet und es wirklich zu einem Spezi-Tabak am Ende macht. Wobei man schon merkt, dass der Cola im Vordergrund steht. Ich würde sagen, so 70-30 wird das Verhältnis sein in etwa. Also man schmeckt mehr Cola als Orange und Orange ist ja ein sehr starker Tabakgeschmack, bedeutet, es ist wahrscheinlich ein hoher Cola-Anteil bei einem geringen Orange-Anteil, weil sonst hat man einfach eine sehr dominante Orange mit dabei. Ich überlege gerade, was die noch haben, was das sein könnte vom Tabak her. Kann ich euch leider nicht sagen. Wenn ihr eine Idee habt, was es sein könnte, bitte gerne drunter posten, würde mich auch interessieren, was ihr da dazu sagt. Wenn ihr ja, Anregungen, Fragen, sonst was habt, dürft ihr natürlich auch gerne posten. Liked das Video. Fazit: Ich kann leider keine Kaufempfehlung aussprechen, weil es ja selber zusammengemischt ist. Aber ich kann euch sagen, ich habe für 75 € sowas bei Smoking Shisha bestellt. Und habt den Shot bekommen. Also für 75 € kriegt ihr, denke ich mal, einen Shot. Ob ihr den dann bekommt, ist auch eine Frage, weil ich weiß, dass die mehrere haben. Deswegen auch die Nummerierung auf dem Zipper. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und kriegt mal so einen Spezi-Shot. Der ist wirklich lecker. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Kriegt von mir 13 von 15 Punkten. Er könnte für mich persönlich noch einen Touch mehr Orange haben, damit er noch ein bisschen mehr in das Spezi reingeht. Die Cola ist schon sehr dominant. Und gut, nee, ich gebe 14 Punkte, weil das Problem ist nämlich, dass ich eigentlich das vergeigt habe und zu lange gewartet habe. Jetzt wollte ich noch sagen, dass er nicht ganz so intensiv schmeckt, aber das liegt wahrscheinlich eher an dem, dass ich so lange gewartet habe, als dass die das da irgendwie einen schlechten Tabak rausgeben würden. Das ist auch nicht der Fall. Deswegen 14 von 15 Punkten. Das erste Mal, dass ich an einem Review mein Fazit revidiere, aber das ist auch Fakt, das muss sein. Vom Rauch her ist nicht ganz so dicht, könnte aber auch wiederum an der Lagerzeit jetzt bei mir liegen, wie lange der rumgelegen ist, leider. Dementsprechend gibt es da keinen Punktabzug. Normalerweise teste ich ja die Shots immer so schnell wie möglich weg, damit die auch wirklich frisch sind. Aber da bin ich jetzt irgendwie nicht dazu gekommen und dann habe ich ihn auch übersehen und dann lag er unter ein paar anderen Shots drunter und dann ja, war das irgendwie nicht so optimal. Aber leckerer Tabak, schmeckt sehr gut. Und in dem Sinne liebe Grüße an das ganze Smoking Shisha Team und wir sehen uns im nächsten Review. Bis bald und ciao.